So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Heute geht es um das Thema, sind Astralreisen, schwarze Magie, Teufelszeug, Okkultismus. Doch bevor ich nochmal zu dem Thema komme, noch kurz was Allgemeines. Ich werde da nochmal ein extra Video machen, aber nochmal Stand der Dinge. Ich habe ja mal ein Video gemacht über Strom und Internet. Ich habe noch Strom. Und ab 1. Juni habe ich wieder ganz normal Internet auch am PC. Also nicht nur, jetzt habe ich ja Internet über dieses Handy, das mir aber nur ausleihen kann. Und ich habe dann wieder ganz normal Internet. Das liegt daran, dass ich, wenn ich wieder Internet habe, habe ich einfach einen besseren Kontakt zu meinem Kanal. Und so muss ich dann immer, ja, das über ein Handy machen. Und es ist dann immer schwierig mit den Thumbnails und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche wieder Internet. Ja. Strom habe ich jetzt auch mal gelassen, weil 20 Euro Grundgebühr muss man eh bezahlen. Ja, das ist deswegen den 10er Miete. Und ja, aber gut, da mache ich jetzt das nur mal kurz vorab und da mache ich jetzt nochmal ein extra Video. Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Mich hat ein Benny Bourbon angeschrieben, ein scheinbar sehr bibeltreuer Christ. Und er hat gemeint, Astralreisen, das wäre doch alles Okkultismus, schwarze Magie. Gott würde das nicht wollen. In der Bibel verweist er auf das Kapitel, also 5. Moses, Kapitel 19, Vers 10. Ich will es jetzt ganz vorlesen. Also im Grundprinzip geht es darum, geht es um Geisterbeschwörung und Magie, dass das angeblich Gott nicht will. Ja. Also schon mal vorab, da wird viel in den Topf schon mal geworfen, was gar nicht zusammenpasst, was gar nicht zusammengehört. Das ist schon mal das Erste. Vorab auch, für mich selber ist die Bibel nicht bindend. Ja. Sie ist eine Schrift, die ist eine Weisheitsschrift, ja, von Menschen gemacht. Und da der Mensch eben von Fehler behaftet ist, ist auch die Bibel meines Erachtens nicht hundertprozentig rein das Wort Gottes. Ja. Man sieht ja auch, dass die Bibel eben die Geschichte ja auch nicht immer nur Glück die Menschen gebracht hat. Ja. Denkt ihr an die Kreuzzüge, Hexenverbrennung etc. Ja, also die Bibel hat schon auch für sehr viel Unheil gesorgt. Ja. Und das Christentum ist auch nicht unbedingt für seine Toleranz bekannt. Ja, von dem her ist es auch, dann kommt auch noch dazu, dass die Bibel ja von der damaligen Zeit geschrieben ist und oft in vielen Problemen, was wir heute haben, nicht mehr anwendbar. Ja. Ich kann nicht sagen, wachset und vermehret euch, wenn wir immer mehr Menschen auf dem Planeten bekommen und Überbevölkerungsprobleme haben, dann muss man wirklich mal gucken, dass man eine Geburtenkontrolle macht. Das ist jetzt aber nur mal ein Beispiel. Also kurzum, ich war auch sehr bibeltreu mal eine Zeit lang und das war auch mal mit meiner Tante, die hat mich da quasi verführt und ich habe aber gemerkt, dass das mir nicht gut tut, ja. Es ging eigentlich da nur noch um Ausgrenzung, ja, und Heuchelei, es war auch sehr viel Heuchelei und das hat mir auch in meinem Leben jetzt auch nicht wirklich Erfolg gebracht, das ganze Christliche. Ja. Ich habe zehnmal das Vaterunser gebetet und trotzdem hat man mich in der Firma gemobbt, ja, also von dem her gesehen. Und dann habe ich gesagt, nö, ich öffne mich allen Weisheitslehren. Ja. Und wie gesagt, das mal vorab. Ja, dann ist ja so, dass in dem Kapitel also nichts drinsteht über Astralreisen. Ja, also es steht da überhaupt nichts in der Bibel von Astralreisen. Also ist mir zumindest nicht bekannt, dass es irgendwie beschrieben wird. Ja. Man weiß nur, dass es einige Leute früher angewandt haben, die außerkörperlichen Techniken. Und dass es halt dann mit der Zeit ja, halt verfolgt worden ist aus solchen Irrtümern, aus solchen Falschbehauptungen, die man gehabt hat. Ja. Ja, zum Thema, ja gut, also wenn es um Spiritismus geht, da stimme ich ja der Bibel zu, finde ich, ist es so dieses Gläserrücken oder so, finde ich auch gefährlich, ja. Es gibt eine Form von Spiritismus, wenn man da ein bisschen Ahnung hat, da kann man das auch schon richtig mit den Geistern Kontakt aufnehmen, ohne dass es da Probleme gibt. Aber wenn man jetzt so, wenn so Jugendliche zum Beispiel Gläserrücken machen, dann ist es doch schon so, dass man die Totenruhe stört, weil man eingreift in die Zwischenebene, dort wo sich die Verstorbenen aufhalten. Und man muss sich das vorstellen, wenn man verstorben ist, dann hat man alles Leid hinter sich gelassen, alles Elend und lebt befreit vom physischen Körper und quasi in einem Zustand der Freude, ja, der Wonne. Und jetzt ist es so, wie wenn man jemanden im Urlaub stört, man will ja da auch nicht gestört werden. Ja. Also, ja, also quasi die Geister sind quasi wie im Urlaub. Jetzt kommt jemand aus der leidvollen physischen Welt und will da Kontakt aufnehmen. Dann sagen die auch, ja,
verpiss dich, ja, also was willst du hier? Ja, und es kann negative Reaktionen der Verstorbenen, der Geister quasi hervorrufen, ja. Und nichts ist so, und da spricht man nicht ohne Grund von der Totenruhe, also von dem her stimme ich dem ja noch zu, ja. Wo ich nicht zustimme, ist in Sachen Magie, weil, ich sag's mal so, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat sogar Tote zum Leben wieder befördert. Also Jesus hat ja auch Magie angewandt. Also war Jesus ja auch ein Magier, ein Zauberer, wenn man so will. Und diese Verfolgung der Zauberer, ja, auf Grundlage des Bibelsatzes hat damit zu tun gehabt, dass Menschen vor den Zauberern Angst gehabt haben. Ja, weil Zauberer haben ein höheres Bewusstsein gehabt, die haben magische Fähigkeiten gehabt und das war den Leuten nicht geheuer. Und dann hat man gesagt, okay, das hat man halt fälschlicherweise in so eine Bibel reingeschrieben, nein, das kann Gott nicht wollen und so, man muss die verfolgen. Und das hat natürlich schon eine Wirkung gehabt und so, und dann sind die Zauberer verfolgt worden, und Zauberinnen, ja, und man weiß ja, Hexenverbrennung etc. Aber es sind nicht, die Hexen und Zauberer sind in der Hölle gelandet, sondern die, die sie verfolgt haben. Ja, weil die Zauberer sind einfach nur wieder dorthin gegangen, wo sie herkommen sind, in die höhere astrale Ebene. Ja, also wenn man jetzt will, Paradies, ja, aus christlicher Sicht. Aber ich nenne es halt höhere Astralebene, weil das halt zielführend ist, die Bezeichnung. Und die Zauberer verfolgt haben, die sind in der Hölle gelandet. Weil Zauberer war sehr ehrenhafte Menschen, denkt man an Zauberer Merlin, also sehr weise Menschen, von denen man sehr viel lernen konnte. Ja. Und natürlich gab es auch böse Zauberer, mit Sicherheit kann es auch Zauberer geben haben, die ihre Macht missbraucht haben, aber allgemein gesehen waren Zauberer und Zauberinnen Menschen mit einem sehr hohen Bewusstsein und die Zauberkunst, die sie hatten, war ein Ausdruck der Göttlichkeit, ja, des Gottbewusstseins, wenn man so will. Man muss es so sehen, der Mensch ist ja ein Samen Gottes. Also wir sind alle Kinder Gottes. Und der Samen wächst und reift daran. Ja? Und es geht über mehrere Reinkarnationen. Und irgendwann wächst der Samen zum richtig großen Baum. Und als Ausdruck, also man wird dann quasi immer Gott ähnlicher, ja? Weil Kinder werden ja auch mal erwachsen. Das geht dann so weit, bis das Bewusstsein dann irgendwann selber Gott ist in seinem eigenen Universum. Ja? Also wir werden quasi alle zu Gott. Ja, wenn man so will. Also zum großen Gott. Ja. Eigentlich sind wir ja schon Gott. Ja. Wir sind halt kleine Götter, die wachsen quasi zum großen. Wir wachsen alle zum großen Gott heran. Ja. Und die Zauberer waren schon etwas weiter gereift, ja, und gewachsen und waren quasi gottähnlicher. Ja. Und deswegen war das einfach ein Riesenfehler. Ja. Und man muss das einfach auch die Bibel da in der Sache einfach kritisch sehen. Es waren Menschen, die dieses Buch geschrieben haben. Ja. Und jetzt mal zu Astralreisen, es ist sogar so, dass wenn man Astralreisen betreibt, ja, dass man in dieser Welt, in dieser Astralwelt, sogar Gott näher ist, ja, als in der physischen Welt. Ja. Es ist ja, Gott ist ja feinstofflich, wir sind eigentlich geistige Wesen. Und die Astralebene ist quasi die feinstoffliche Ebene, wo man sich dann befindet. Ja. Es war ja so, dass immer wenn ich astral war, war es dann so, dass ich ganz klare Gedanken gehabt habe, ganz klar gewusst habe, wo es lang geht. Ja. Zum Beispiel habe ich mich dann von Politik abgewandt, weil ich ganz klar gewusst habe, Politik ist nur Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Konzentriere dich auf die spirituelle Weiterentwicklung. Das war mir ganz klar in der Astralebene. Ja. Also man ist richtig verbunden, man ist viel enger verbunden mit Gott. Ja. Man muss es immer so sehen, in der physischen Welt sind wir quasi wie die Außensatelliten von Gott in der Finsternis. Ja. Die physische Realität ist ja das, was ja eigentlich weiter weg ist von Gott, ja, als die Astralebene. Ja. In der Astralebene bin ich sogar näher an der Quelle, weil es ja die feinstoffliche Ebene ist. Ja. Also das Materialistische ist eigentlich das, was von Gott wegführt. Ja. Dass so Anbetung materialistischer Dinge, wie zum Beispiel Auto oder sowas, das ist halt, Auto zerstört die Umwelt, Auto tötet Menschenleben, Auto macht Straßen schlaut und so weiter und so fort. Eigentlich was Schlechtes, gerade das lieben die Leute, ja, komischerweise. Das ist halt so richtig typisch materialistisch, so Autoliebhaber, ja. Das ist halt Ausdruck von, ist eigentlich auch ein Götze, wenn man so will, ja, aber gut. Also nur mal so als Beispiel, also die materialistische Welt, ja, ist ja die leidvolle Welt, das ist ja die harte Welt, ja, die Welt, wo der Mensch schnell irgendwie verführt wird zu was Negativem. Das ist in der Astralwelt viel weniger der Fall. Du bist viel mehr mit der Göttlichkeit verbunden. Und deswegen würde ich das jedem empfehlen, auch einem Christen, ja. Einem Christen, Moslem, egal, ja.
Lernt auf Strahlreisen. Im Gegenteil, ihr seid sogar Gott näher. Ja, ihr versteht viel mehr, ja, wenn ihr Astralreisen betreibt. Ja. Und wie gesagt, ich weiß keine Stelle in der Bibel, die Astralreisen verbietet. Ja. Von dem man mal abgesehen, dass ich jetzt auch das gefährlich fände, jetzt die Bibel Wort zu Wort wörtlich zu nehmen. Ja. Wo das hingeführt hat, hat man in der Geschichte ja gesehen, ja, zum Mord und Totschlag. Ja. Und es ist nur, wie gesagt, ein Weisheitsbuch. Wirklich, ich will die Bibel nicht schlecht machen, ich kann viel Weisheit draus ziehen. Ja. Auch Jesus war einer der größten Lehrer für mich, also der Weisheit. Ja. Aber es war halt nur auch ein Lehrer. Ja. Und das Natürlichste wäre, wenn man alle Weisheitslehren der Welt nehmen würde, einander ergänzen würde, abgleiten würde, ergänzen würde und sich nicht abgrenzt, bis weil jetzt irgendwie in der Bibel irgendwie ein Quatsch drin steht von mir, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja. Also das hat man auch zum Beispiel zu mir Christ gesagt im Punkt Buddhismus. Da haben wir auch gedacht, was bist du für ein komischer Vogel? Buddha ist ja schon mal gar kein Gott, es ist ja ein Weisheitslehrer. Ja. Schon von dem mal abgesehen. Ja. Und warum soll ich nur einem, wenn ich nur einem Weisheitslehrer folgen würde, Jesus, dann würde ich die ganze Weisheit nur an einer Person festmachen. Ja. Ist ja falsch. Ist ja falsch. Dann mache ich ja Jesus zum Götzen. Ja. Das haben ja vielleicht die Juden sogar über die Christen behauptet, dass das Götzen am Beter sind mit ihrem Jesus. Ja. Und dann nehmen die das, um dann sich keine andere Religion aus abzugrenzen. Wie verrückt ist das? Wenn man schon mal darüber nachdenkt, muss man ja lachen über diesen Schwachsinn. Ja. Also von dem her, ja, ich bin spirituell, ja, aber ich ziehe sehr viel aus der Bibel, sehr viel lernen, aber wie gesagt, ich habe echt ein Problem mit Ausgrenzung und Abgrenzung damit und leider Gottes sind auch viele dieser fundamentalistischen Christen auch Menschen, die viel mit Angst arbeiten. Da heißt es immer, das ist der Teufel, das ist der Teufel. Ja. Also bei denen ist immer ganz schnell alles der Teufel. Ja. Damit manifestiere ich ja das Negative, dass ich sage, das ist negativ, das ist negativ. Aber wenn sie meinen, dass die materialistische Welt so negativ ist, okay, dann sage ich, lernt Astralreisen. Da seid ihr dann Gott näher. Ja. Da werdet ihr mal sehen. Ja. Also von dem her gesehen, wie gesagt, es gibt halt immer nur näher der Quelle sein oder entfernt der Quelle sein. Und wie gesagt, und Astralreisen ist auf jeden Fall etwas, wo ich viel lernen kann. Ja, ich kann zur Akasha-Chronik reisen, ich kann Kontakt mit meinem höheren Selbst aufnehmen, ja, mit Gott, wenn man so will, ja, mit meinem Geistführer, christlich übersetzt vielleicht Schutzengel, ja. Also da ist Astralreisen, da ist gar nichts Schlechtes dran. Ja. Es gibt Leute, die fürchten sich schon vor Astralreisen, weil man fürchtet sich vor allem, was neu ist, aber wenn man es dann mal gemacht hat, merkt man das, was das für ein Unsinn ist, weil man ist schneller wieder in dem physischen Körper, als im Lieb ist. Das ist das, was ich gelernt habe. Also selbst wenn man negative Wesensheiten trifft, da gibt es ja verschiedene Techniken. Man kann sagen, okay, man ruft jetzt Jesus an oder man fliegt in einen anderen Ort hin oder ja, teleportiert sich in einen anderen Ort oder sagt zu der Wesenseinheit, zu der negativen Wesenseinheit, was willst du überhaupt, was willst du mir sagen, was bist du dir für Lektion? Oder man kann auch wirklich sagen, ich gehe wieder zurück in meinen Körper. Und das geht schneller, als ich denke. Und das ist das, was mir immer auch kurz hat. Ich war so schnell wieder mit meinem Körper und wollte unbedingt noch weiter Astralreisen. Von dem her, Leute, Astralreisen ist überhaupt nicht gefährlich. Lernt es und ihr werdet sehen, es ist ein Witz. Ja. Und je mehr Menschen astral reisen, desto mehr können wir eine Bewusstseinsrevolution vorantreiben, ja, das uns mehr und mehr zu göttlichen Wesen macht, zu besseren Menschen. Ja. Und wir können unser Schöpferbewusstsein, Erkenner und Einsetzer, ja, es ist einfach, wie gesagt, ich kann es empfehlen und es ist auch überhaupt keine Gefahr dahinter. Alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich sagen, macht es gut, bis bald.